Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jalopy. Oh, die Reifen sind wieder da. Oh, wie geil. Wir können wieder reparieren. Och, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool ist das denn? Bitte schön. So, dann heißt erstmal Reparaturen machen. Und ich habe auch mal nachgeguckt bezüglich den Achievements. Es sind D-Mark. Es sind keine Rubel, es sind keine Euros, es ist nichts, es sind D-Mark. Stand nämlich drin, wir sollen im Osten der DDR oder Westen, wie auch immer, sollen wir 300 Marks verbrauchen. Da gucken wir gleich mal nach, wie viel wir dann schon da vertickt haben. Ob wir überhaupt was ausgegeben haben. So, alles repariert. Zack, zack, zack. Zack. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut, dann hätten wir das schon mal. Dann müssen wir jetzt noch die Reifen austauschen, alle. So, hoppala. Ruckel, ruckel. Warum auch immer. So, den noch. Und dennoch. Super. Na komm her. Komm her. So. Hallo? Ich wollte gerne das da haben. Danke. Gibt es eigentlich eine richtige Aufgabenliste bei My Summer Car, was man machen muss? So eine richtige Story? Oder ist das nicht der Fall, dass da eine richtige Story dran hängt? Weil dann wäre ich natürlich noch mehr interessiert. Aber was mir halt nicht gefällt bei My Summer Car, ist dieses Assi-hafte dahinter. Dass man da rumpinkeln kann überall und die Leute ist irgendwie so. Ah. So Assi-Niveau, finde ich. Und das ist, was mich am meisten eigentlich an dem Spiel stört. Dieses Assi-hafte. Also so ein Typ bin ich nicht. Halt, ja gut, das können wir gleich machen. Ich habe mich gerade überlegt, immer noch ein bisschen Sprit reinballern. Okay, das ist nur. Dann kaufen. Ja, ich müsste mir eigentlich auch ein Lager kaufen, gell? Damit man diese Spreedo. So, Verzeihung, Leute, ich hatte gerade einen Anruf gehabt. Wo war ich denn stehen geblieben? Hier, Reifen haben wir gemacht, oder? Haben die Reifen ausgetauscht? Ja, haben wir gemacht, ja, stimmt. Gut, Benzin war es, genau. Wir wollten Benzin einmachen. Das war's. Dann komm mal her, du schönes, leckeres Benzin. So. Ich bin überlegen auch, ob ich die 100 Dollar bezahlen soll gerade, aber das machen wir nicht, glaube ich. Oh, voll. Also leer, wie auch immer. Gut, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Das Lager müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal holen, weil die 300 Mark, die benötigen wir. Ich wollte aber erstmal nachgucken. Ups, hab ich vergessen. Öl. Oljodante habe ich vergessen. Und Wasser können wir auch nochmal reintun. Stimmt. So. Wasser rein. Ist voll. So, ich würde sagen, das Ding ist voll. Und hier kommt noch ein bisschen rein. So, optimaler Mix wieder mal. So, hätten wir das alles erledigt. Dann gucken wir mal hier ins Fahrtenbuch. Mal gucken, was wir denn überhaupt schon ausgegeben haben. Profit, 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 Profit. Also hier steht nur Profit drin, irgendwie. Das ist ja blöd. Okay, müssen wir wirklich schon mal Ware kaufen, so wie es aussieht. Gut, dann probieren wir das mal aus. Was ist los? Ach, die Batterie. Ja. Das passt schon. Hier sind wir falsch. Wieso komme ich hier nicht raus mehr? Was ist denn hier los? Okay. Muss ich wohl nochmal schlafen? Ach ne, ich muss eine Fahrt auswählen. Daran liegt es. Ah, ja.
So, wir brauchen eine Tankstelle auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, die hier. Damit wir sozusagen. Hoppla. Ah, jetzt ist die Tür aufgegangen. Okay. Nimmt man halt sozusagen die Kohle aus meiner Tankstelle. Ich hoffe, das ist richtig, dass man an der Tankstelle die Sachen einkauft. Wir werden es sehen. Auf nach Dresden. Wie viel Kohle haben wir? 311. Wir müssen $300 ausgeben. Jo. Kriegen wir schon hin. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Lalalalala. Ach ja, ich habe mal gesehen, Turmoil. Gibt es ein neues Add-on? Das nennt sich Turmoil, ich glaube Heat. Da wollte ich wissen, ob Interesse besteht an Turmoil. Ich habe da schon mal ein Let's Play drüber gemacht und jetzt ist halt ein Add-on rausgekommen. Vielleicht besteht ja Interesse daran. Wer weiß. Bam, da war noch irgendwas, was ich euch zählen wollte. Was war das denn jetzt nochmal? Denk, 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 denk. Keine Ahnung mehr. Echt nicht. War irgendein Themengebiet, was ich ansprechen wollte. Was war das denn verdammt nochmal? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was ihr so für Spiele mir als Tipp geben wird. Das bin ich echt mal gespannt. Das ist die Folge vom. Was haben wir heute? Dienstag, gell? Oder? Ja, heute ist Dienstag, genau. Und die kommt ja am Mittwoch raus, diese Folge hier. Boah, ist echt ziemlich fix unterwegs, der Wagen. Gefällt mir. Das macht richtig Laune. Und da gibt es noch einen anderen Award, dass man die Kilometerstandanzeige sprengt. Also das wären dann 9999. Alter, wie lange soll man denn fahren, Jalopy? Alter, Walter. Ich frage mich echt, wie das gehen soll. Also 10.000 kann ich noch verstehen, aber das? Ja, Kiste! Hui! Yep. Okay, wir bräuchten mal bessere Bremsen. Wie ich gemerkt habe gerade. Zack, aufmachen. Was haben wir da Feines? Zwei Stück haben wir sogar da. Blapp, blapp. So. Gucken wir mal. Wupp. Und wupp. Würstchen, yay. Wann das Geräusch gerade hergekommen? Ach, von der anderen Seite, okay. Ich hätte gewundert. So, so. Und so. Gut. Weiter geht's. Hallihallo. Hier fahren Sie vorbei, bitte. Dankeschön. Bam, 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 bam. Was ist schön, bei Tageslicht hierher zu fahren. Schön, herrlich. Gefällt mir. Meinen lecker. Schönen lecker. Schönen lecker. Ups. Falscher Text. Hust. Steht eigentlich hier so drin. Kann man da reingucken? Ne, kann man nicht reingucken. Schade. Ach genau, die Heizung wollte ich mal ausprobieren. Wann sehe ich denn, dass hier an ist? Keine Ahnung. Da ist die Uhr sogar. Okay. Läuft die sogar ordentlich? Ich weiß es gar nicht. Ach, wo der Onkel nicht mehr da ist. Sollen wir Musik lauter machen? Ach ne, komm. Lass mal. Alles in Ordnung. Was qualmt denn da hinten? Ach, oder sind das Wolken? Das sind die Wolken, ja. Oh, yes. Und die Kiste.
Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Höferrollmaschine auf. Was haben wir hier? Ja, das nehmen wir doch gerne mit. Die Reifen. Die verkaufen wir nämlich dann. Was haben wir da noch? Würstchen, oder? Naja, Würstchen. Gut, dann kommt erstmal das hier alles rein. Zack. Zack. So, machen wir das hier mal schön auf. Was haben wir da feines? Flop. Medics. Okay. Medics sind auch okay. Obwohl 7 Dollar. 13, das lohnt schon eher. 13. 20 Dollar. Das ist ein neuer Reifen. Der lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir da? Dann können wir den rausschmeißen, auf jeden Fall. So, da kommt. Nein, du kommst nicht da rein. Du kommst rein. Genau. Ich lass mal liegen, weil das lohnt sich echt nicht. 13 Dollar könnte sich lohnen. Belegen wir uns noch. Gucken aber erstmal nach, was wir hier noch haben. Ein Hauch von nichts. Okay. Gut, 13 Dollar. 7 Dollar wollen wir nicht haben. 13 Dollar. Okay. Können wir den einen nicht. Wie viel hast du? Du hast ja 20. Gut. Dann tun wir euch da oben drauf. So und so. Und du warst nur 7 Dollar wert, gell? Jupp. Okay, da hinten ist auch nochmal eine Kiste. Die schnappen wir uns auch mal direkt. So, kommst du her. Kommst du her. Danke. So. Schwupp. Kaffee. Okay. Wir haben reichlich Kaffee hier. Eine Kaffeefahrt. Eine Kaffeefahrt ins Grüne. Genau. Da, 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 da. Genau, ich fahre jetzt so in Zukunft. Nee, besser nicht. Besser nicht. Da, 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 da. La, 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 la. Und wupp. Und wupp. So, da 100 Meter Tankstelle. Juhu, fahren wir mal dahin. Leipzig sind 150 Kilometer noch. Okay, gut zu wissen. Ui, boah, Alter, wieder abgeht der Wagen. Geile Sache. So, und was haben wir da? Dresden, Leipzig, Blasitz. Da war die Tanke, gell? Mal gucken wir nochmal. Ja, müssen wir eh dann, weil da ist ja verbarrikadiert. Da, da, da. Echt herrlich gemacht. Auch mit der Brücke hier. Gefällt mir. Schön, 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 schön. Das Licht geht auch an, gell? Ah, das geht auch. Okay. So, Berlin, Cottbus. Ja, Tankstelle. Weiter jetzt geradeaus. In Berlin wollen wir mich nicht. Jetzt weiß ich auch, wie mir das passiert ist, bestimmt beim letzten Mal. Da bin ich bestimmt hier rein und dann nochmal rum. Also nicht hier, sondern in einer anderen Ortschaft. Tankstelle 10 Meter. Gut. Huch. Also, ja, ja, danke. Sind ja bald da an der Tankstelle. Aber es sind ja keine 10 Meter hier. Es sind ja mehr als 10 Meter gewesen hier. Hm. Sehr merkwürdig. So. Jappa. Gut. Anhalten. Klappe. Na. Klappe auf. Da können wir mich auch recht verticken alles. Na. So. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte das machen. 7 Liter hatten wir noch gehabt. Ich glaube, das hätte nicht mehr gereicht. 150 Kilometer. Lalalalalala. Okay. Dann können wir die hier verkaufen. Die könnte ich mal weg. Nochmal Portemonnaie brauchen wir schon. Ja, können wir direkt Bull machen mal. Doch, nehmen wir direkt mal Portemonnaie für Öl mit.
Obwohl, nee, wir kaufen gleich alles zusammen. Wir kaufen den ganzen Laden leer. So. 12 Dollar. Jetzt bitte die Kiste holen, nicht reinschmeißen. Danke. Das kann noch aufbleiben. Gut, dann füllen wir mal um. Na. Gibt echt sogar verschiedene Kaffeesorten. Hat. Da, seht ihr? Das ist ja krass. Das wird wohl die Kaffeekiste werden. Ablegen. Eintun, bitte. Zack. Sieht aus wie Mehl. Oh, das sind Textilien, die wollte ich nicht haben. Na komm, schmeißen wir mal rein. Rein. So, das ist das Ding voll. Gut, dann können wir das schon mal mitnehmen. Boah, bin ich gespannt, wie viel Kohle wir da haben. Rinder mit. Naja. Naja, ich habe Besseres erwartet. Als 16 Dollar. Aber okay. Dann ist es halt so. So, Rinder mit. Oh, wir haben sogar noch eine Kaffeepackung da über gehabt. So, so. Die lässt den noch. Okay, dann hätten wir alles, gell? Wunderbar. Hm, Portemonnaie. Und dann müssen wir einkaufen. Lass ich mal gucken. Na ja, okay. Das sieht schon besser aus. So, dann wird mal eingekauft hier. Komm. Mach mal was. Hol mal die Kiste. Ja, komm, hol eine Kiste. Haben wir noch eine da? So, dann wäre das, das. Rein damit, rein damit. Wir müssen 300 Dollar haben irgendwie. Kaffee. Kaufen jetzt den ganzen Laden leer. So. So. Rein damit. Medikamente, warum nicht? Anders kann ich mir nicht erklären, wie man die sonst den Award bekommt. Oh, wir sollten lieber Wein holen. 34 Dollar. Ja, Wein. Wein ist die Sache. Ja. Achso, wir haben keinen Platz mehr. Okay, dann schmeißen wir es nämlich einfach da rein. Und brechen. Oh, wow, was war das denn gerade? Und brechen ab. Und dann werden wir Wein holen und Medikamente dafür. Wo die Medikamente? Ach, den Ding ist erstmal zurück. So, das sind 34 Dollar. 34 Dollar. 34 Dollar, okay. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. So. 205. Oh Gott. Stolzer Preis. Und dann schmuggeln wir die Ware. Ah. Einmal. Und dann müssen wir das ganze Spiel nochmal machen. Für 100. Ah, so. So. Sollte... Ach, verdammt, geht ja nicht mehr. Gucken wir mal. Yes, reicht. Gut. Und dann sollten wir eigentlich ein Award bekommen dafür. Wir müssen mich auch damit über die Grenze...
Sollte also passen. Okay. Hopp, hopp, hopp. Müssen wir ein paar Mal gehen jetzt leider. Wo können wir es hier reinschmeißen? Natürlich nicht. Kaputt. Das kann man zumachen. So. Zack, zack. Nein. Drei. Haben wir zwar kaum noch Platz dann, aber naja. Muss auch mal sein. Eins, zwei, drei. Müssen wir einmal latschen. Dann hätten wir genügend. Zack, zack, zack. Die letzten zwei. Oh, das Öl habe ich vergessen. Das Öl muss man noch holen. Oh, dü. So. Oh, so, so. Können wir es eigentlich auch trinken? Nein, kann man leider nicht. Okay, Öl rein. Optimal bitte. Obwohl, ach komm, machen wir mal dick fette Mischung rein hier. Ah, dicke Mischung. Und jetzt die restlichen Weinflaschen da rein und dann wären wir eigentlich soweit ready to go. Oh, nee, nicht ganz. Reparatur noch. Damit wir später nicht mehr so viel haben. Oh. So. Dann nochmal. Das ist in Ordnung. Oh, null Charge. Mal gucken, ob der noch angeht. Ich bin jetzt mal gespannt. Mal gucken. Ob er noch anspringt. Ich bezweifle es aber. Ja, ich wusste es. Gut, wir haben ja noch eine Batterie. Also nicht so schlimm. Upp. Batterie. Was haben wir da? Ach, das ist noch Öl. Okay. Mal aufmachen. Dann schmeißen wir die raus. Und tun die dafür rein. Warum ist hier... Ach so, ja, dann haben sie einmal benutzt. Genau. Ist die noch was wert? Och, die ist sogar noch was wert. $2,50. Komm, die krallen wir uns schnell. Besser als gar nichts, oder? Oh, hör damit. Danke. Aber interessant, gell? Jetzt zocken sie uns ab hier. 50 Cent haben sie uns abgezockt. Betrüger hier. Ja, 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 ja. So. Mal gucken, was uns noch so erwartet auf der großen Fahrt. Ich finde es so schön, dass der Wagen wieder ordentlich fährt. Was ist denn jetzt los? Achso, das ist die fette Mischung. Naja. Mal Licht anmachen. So. Wo müssen wir hin? Nach Dresden, genau. Wir wollen nach Dresden. Ich hoffe jetzt, dass das hier zählt und nicht in der Stadt, dass man in der Stadt kaufen muss. Das wäre übel. Aber werde ich sehen, sobald wir die nächste Folge aufnehmen. Kommen wir daran vorbei, links? Ja. Und. Aber finde ich cool, dass das Licht auch hier angeht. Und die kann man nicht auch unterklappen. Ist auch ziemlich geil, aber eigentlich ziemlich unnötig. So, Berlin, Dresden geradeaus. Steht auch noch wie viel? Nö. Hätte ja sein können. Irgendwie vermisse ich den Platz hier. Vom Onkel. Also ist er abgehauen. So wie es scheint. Ich hab nicht, was er macht. Dresden müssen wir links. Nach Leipzig? Wie cool ist denn das? Warum kann man nicht nach Leipzig fahren? Das wäre echt cool. Na lebt's. Aber nö. Was meine ich? Ein paar mehr Strecken, ein paar mehr Orte. Das wäre so geil. Gut, rein rüber. Da. Ja, gut, passt alles. Wow. Ich
wollte mich nochmal vergewissern, ob wir in die richtige Richtung am Fahren sind. Das wäre sonst doof. Lalala, lalala. Ich frage mich eigentlich, ob auch die Sonne wieder aufgeht. Oder ob es dauerhaft nachts bleibt dann. Hm. Oh Gott, ein bisschen eng. So viel Verkehr bin ich gar nicht gewohnt. In Jalopy. Gibt es nicht noch was anderes wie Jalopy? Außer Summer Car? Wie gesagt, wenn ihr mir hilft, wäre ich dafür. Aber wenn es nur wegen einer Person ist oder zwei, ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt überhaupt. So, dann fahren wir mal links rum. So. Gucken, ob das Motel ist. Da ist es. Das ist. Ne, das ist Leica. Das ist schon mal kein Motel. Was ich mich halt nur frage, ist, wie teuer wäre da, nicht wie teuer, was für Komponente ich noch einbauen muss, damit der Wagen noch schneller ist. Da ist die Grenze. Immer gut zu wissen. Aber wo ist das blöde Motel? Da, Masaki. Runde, so. Zack. Sind wir schon da. Lichtchen aus. Portemonnaie holen und rein in die gute Stube. Pop. Oh, was steht in der Zeitung? Oh, die haben keine Medikamente mehr. Hm. Das sollten wir uns mal Medikamente kaufen. Ach ja, Schlüssel holen noch. Obwohl, Medikamente kaufen, bei dem bisschen Geld, was wir noch haben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da. Nix, nix, kein Money. Auch nix. Meine Wohnung. Auch nix. Okay, okay, okay. Ist ja schon gebonkt. Okay, Leute, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie zöge ich den Awards oder irgendwelche Wünsche, wie durchfahren oder so. Ich kann es auch gerne als Display machen, aber bestimmt im Stream ist das bestimmt wesentlich angenehmer. Ansonsten, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.